Servus, grüß Gott, moin, Gude, herzlich willkommen auf unserem Kanal. So, heute wollen wir den letzten Teil des Bismarck-Films unter die Lupe nehmen, und zwar den Endkampf. Also der Plan ist, wir nehmen jetzt mal den Endkampf auseinander und dann machen wir aber noch einen separaten Teil, da werde ich euch nochmal so ein Endresümee geben über den ganzen Film, wie uns der ganze Film insgesamt historisch gesehen hat. Ja, also dann viel Vergnügen und gute Unterhaltung. So, da fangen wir mal an. So, da machen wir schon mal den ersten Stopp. Also, die Aufnahme gefällt mir sehr gut. Die britischen Schiffe liefen in der Tat genauso an, wie hier im Film dargestellt. Vorne King George und als Flaggschiff und dahinter sieht man HMS Rodney. Der ranghöchste Überlebende, also der Freier von Müllheim-Rechberg, den möchte ich mal zitieren. Also Zitat: Die zwei Schlachtschiffe liefen auf uns zu, ganz direkt, auf schnurgeradem Kurs. So unbeirrbar, als ob sie zu einer Exekution schreiten sollten. Zitat Ende. Bismarck kam aus Südosten, also aus dem rechten Bildrand. Allerdings in Schlangenlinien, ja, und geringer Fahrt wegen dem Brudertreffer. Da möchte ich nochmal eine kurze Rückblende geben, und zwar, was im Film alles nicht gezeigt wurde. Also es fehlt im Film, dass zum Beispiel U-556 und der Kapitänleutnant Wohlfahrt kurz nach dem Start der Swordfish, also dem U-556, lief Arkroyl direkt vor die Rohre. Leider, oder was heißt leider, also der Wohlfahrt hatte keine Torpedos mehr an Bord, hat sie alle in den Konvoi-Gefechten verschossen. Aber wie gesagt, hätte nichts mehr gebracht, weil die Flugzeuge schon in der Luft waren. Dann, weiterhin wurde nicht gezeigt. Ja, für die meisten an Bord war es die längste Nacht ihres Lebens und ja, leider auch die letzte. Quälend langsam wie die Nacht vor der eigenen Hinrichtung. Zwischen den Zerstörerangriffen waren lange Phasen der Inaktivität. Da begann das große Grübeln über das eigene Schicksal, was wird kommen. Viele Männer waren allerdings so übermüdet von den anstrengenden letzten Tagen, dass sie wirklich nur noch schlafen wollten. Und das haben sie dann auch größtenteils auf ihren Gefechtsstationen bis zum Beginn des Gefechtes getan. Dann wurde auch nicht erwähnt, dass dem ersten Artillerieoffizier des Schlachtschiffes Bismarck, Korvettenkapitän Adalbert Schneider, in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai, genau genommen so kurz vor 4 Uhr, von Hitler persönlich das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes für die Versenkung HMS Hood verliehen wurde. Und als letzten Punkt möchte man noch erwähnen, dass also der Flottenchef Admiral Lütjens wollte das Kriegstagebuch in Sicherheit bringen, um vor der Nachwelt zu dokumentieren, wieso er manche Entscheidungen so und nicht anders getroffen hat. Ja, man wollte das Kriegstagebuch mit dem Bordflugzeug, mit einer Arado AR-196 nach Frankreich bringen. Aber der Start hat nicht funktioniert. Die Katapultanlage war beschädigt, vermutlich durch einen der Treffer vom 24. Mai 1941. Ja, man hat danach das Flugzeug über Bord geworfen. So, da machen wir mal weiter. Rechtes Geschütz laden! So, und schon wieder ein Stopp. Also, hier sieht man Aufnahmen von der HMS Vanguard aus einem 15-Inch-Turm, also einem 38,1 cm Turm. Ja, interessant ist das Geschützkaliber. Das war nämlich das schwerste und populärste britische Geschützkaliber im Ersten Weltkrieg. In den 20er Jahren hat man dann das Geschützkaliber auf 16 Inch, also 40,6 cm erhöht. Das war die HMS Nelson-Klasse und HMS Nelson und HMS Rodney. Doch dieses 16-Inch-Geschütz enttäuschte gegenüber dem 15-Inch-Geschütz. Ja, bei den Neubauten in den 1930er Jahren, also bei dieser King George der 5. Klasse, ist man dann sogar noch einen Step zurückgegangen, ist also auf 14-Inch, 35,6 cm ausgewichen, hat dadurch aber die Rohranzahl erhöht. Also wie gesagt, die meisten Schlachtschiffe im Ersten Weltkrieg hatten 8 Rohre, die Rodney und Nelson 9 und jetzt ging George der 5. Klasse, hatte dann 10 Rohre. Beim letzten britischen Schlachtschiff, bei der hier gezeigten HMS Vanguard, ist man allerdings wieder auf das bewährte 15-Inch-Geschütz zurückgegangen. Man hatte nämlich noch im Arsenal 8 Stück liegen, und zwar von
HMS Courageous und HMS Glorious. Die sollten beide ursprünglich 4 Stück bekommen, jeweils, und sind aber dann umgerüstet worden auf Flugzeugträger. Deswegen hatte man die noch und hat sie dann eingebaut. Und weiter geht's. Rechtes Geschütz, halbe Ladung. Rechtes Geschütz, volle Ladung. Auch wieder eine sehr gute Aufnahme im Film. King George drehte nach auf Südkurs. Rodney behielt den Kurs bei, um möglichst schnell an Bismarck heranzukommen, um die überlegene schwere Artillerie zum Tragen zu bringen. Außerdem sollten die Deutschen zur Batterieteilung gezwungen werden, weil es ja 2 Schlachtschiffe war. Und ja, hier noch einige Worte zu den Geschossgewichten, die bringen wir aber nochmal separat. Die Mittelartillerie lassen wir unerwähnt, weil da waren auch die Briten hoffnungslos überlegen gegenüber den Deutschen. Haushoch überlegen, besser gesagt, haushoch überlegen. So, Bismarck hatte, wie gesagt, 38 cm. Eine Granate wog 800 Kilo. Das sind 8 mal 800 Kilo, sind 6400 Kilogramm. Dann fangen wir an mit King George. 10 mal 35,6. Eine Granate, 721 Kilo, sind 7210 Kilo. Ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Rodney, 9 mal 40,6. Also 9 mal 929 Kilo, sind 8361. Und dann HMS Norfolk und HMS Dorsetshire, beide 8 x 20,3. Die Granate wiegt 116 Kilo, also 16 mal 116, das sind wir 2 mal 928, kann jeder selber ausrechnen. Gesamtgewicht 35 Rohre und 17,427 Tonnen. Um euch nochmal so ein Gefühl zu geben, hier auch für den modernen Menschen, nur mal als Vergleich. Eine Granate, eine 12 cm Granate von einem Leopard 2 wiegt je nach Munitionsart zwischen 20 und 30 Kilo. Also da könnt ihr euch mal vorstellen, mit was für Gewichten da hantiert wurden. So, und dann machen wir mal weiter. Wie lange reicht noch der Treibstoff? Der Treibstoff reicht noch etwa 2 Stunden, Sir. Geschütze klar zum Gefecht, Sir. Ja. Geschwindigkeit des Feindes 10 Knoten. Verdammt, eine gewaltige Übermacht. Und wir können nur noch 10 Meilen laufen. Jetzt rächt es sich, dass wir keine Flugzeugträger haben. Aber die Herren da oben, diese Parteigrößen, die wissen ja immer alles besser. Ob die Flugzeuge von der Küste es noch schaffen, ist fraglich. Auch hier machen wir wieder einen Stopp. Kapitän Lendemann hätte sicherlich auch 20 Knoten laufen können, hätte aber wenig gebracht, weil das Schiff ja manövrierunfähig war und somit sinnlos. Das große Problem war, dass Bismarck weder Kurse wählen noch Geschossaufschlägen ausweichen konnte. Vielmehr konnte der Admiral Torvey auf King George Bismarcks Zwangskurs in den Wind hinein als ständige und verlässliche Unterlage in seine taktische Rechnung einbeziehen. Bismarck pendelte schwerfällig um die eigene Mittelachse herum. Die Geschütze mussten ihre Seitenrichtung deshalb laufend auch noch zusätzlich korrigieren. Die Deutschen besaßen einen Flugzeugträger, und zwar der Graf Zeppelin, Stabler auf 1938, 8. Dezember 1938, also noch vor Bismarck. Aber der Flugzeugträger stand im Mai 1941 noch nicht zur Verfügung, war noch nicht gefechtsbereit und auch noch nicht vollständig fertig gebaut. Aber das würde jetzt zu weit führen, die Gründe hierfür zu nennen. Deswegen machen wir weiter. Geben Sie Feuererlaubnis. 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 Feuer frei. Feuer. So, also nicht Bismarck eröffnete zuerst das Feuer, sondern Rodney um 8.47 Uhr. Danach folgte um 8.48 Uhr King George
Und erst um 8.49 Uhr antwortete Bismarck mit den vorderen Türmen Anton und Bruno. Für die achteren Türme von Bismarck lagen die Ziele außerhalb des Bestreichungswinkels. Wieso wählte der erste Artillerieoffizier Schneider Rodney als Ziel aus? Ja, vermutlich hoffte er mit einem spektakulären Treffer im Vorschiff Rodneys, weil da waren alle drei schweren Geschütztürme konzentriert. Ja, große Verwüstungen und Beschädigungen anzurichten, sodass eine oder mehrere Türme ausfallen würden. Und dann machen wir mal weiter. Gut geschossen, Kim. So, wieder ein Stopp. Man gewinnt hier den Eindruck, als würde nur King George auf Bismarck schießen, aber vielmehr war es Rodney, die meisten ganz schweren Granaten in diesem Gefecht verschoss, und zwar 380 16-Inch Granaten gegen 339 14-Inch von King George. Die schweren Kreuzer, also der schwere Kreuzer Norfolk, verschoss sogar am allermeisten schwere Granaten, 527 mal diese 8-Inch. Und selbst die deutsche Dorsetshire hat 254 verschossen. Ja, der ranghöchste Überlebende, Freier von Müller am Rechberg, der beschreibt das Feuer der Briten, hauptsächlich der Rodney am Anfang, ja, als nicht sehr präzise. Das hat sich dann erst so nach 10, 15 Minuten geändert. Also Rodney brauchte so diese Viertelstunde. Aber danach erzielte sie einen spektakulären Treffer. Aber da kommen wir nochmal zu. Nochmal eine Bemerkung am Rande. Also hier in diesem Seegefecht, da nahmen also Vater und Sohn teil, und zwar der Kommandant von der Rodney, der Captain Dalrymple Hamilton, Kommandant der Rodney, und dann war noch ein junger Fähnrich, 19-jähriger Fähnrich, sein Sohn auf King George. Und nach der Schlacht sagte also der Vater zu seinem Sohn, Zitat, du kannst dich glücklich schätzen, dass du eine solche Show gesehen hast, nachdem du nur 18 Monate in der Marine warst. Ich musste 35 Jahre warten. Zitat Ende. So, dann machen wir mal weiter. Hinter King George lief kein Schiff, wie hier im Film gezeigt. Rodney war schon längst viel näher an Bismarck dran. Gegen 9 Uhr hat dann Rodney diesen ein oder mehrere spektakulären Treffer im Vorschiff bzw. auf den Türmen Anton und Bruno, vielleicht sogar Schiffsbrücke, erzielt. Das hat also auch kurz danach fiel der Hauptartillerieleitstand aus, also im Vormast, wo der Korvettenkapitän Schneider saß. Und ja, danach wurde das Feuer von Bismarck nach dem Ausfall von den Türmen Anton und Bruno unregelmäßig. Gegen 9.10 Uhr wurde dem Kapitänleutnant von Müllenheim-Rechberg im achteren Artillerieleitstand die Leitung der Türme Cäsar und Dora übertragen. Er schoss dann 4 Salven auf King George, erzielte aber keine Treffer. So, das waren dann die letzten geleiteten Schüsse von Bismarck. Danach musste jeder Turmkommandant selber sein Ziel suchen und beschießen. Um 9.31 Uhr hat dann die schwere Artillerie von Bismarck die letzten Schüsse abgegeben. Turm Cäsar war das. Danach war es für die Briten nur noch ein Scheibenschießen. Fire!
So, hier versucht der Film, das Grauen auf dem Oberdeck Bismarcks darzustellen. Bismarck wurde nämlich seit kurz nach 9 Uhr von 4 Schiffen unter konzentriertes Feuer genommen, weil seit 9.04 Uhr war auch HMS Dorsetshire mit dabei. Die hat also auch mit ihren 8 20,3 cm Geschützen in das Gefecht mit eingegriffen. Auf dem Schiff spielten sich fürchterliche Szenen ab. Überlebende sprachen von riesigen Blutlachen, abgetrennten Gliedmaßen, Berge von Leichen waren auf dem Oberdeck zu sehen, Männer, die verbrannten, die in ihren Abteilungen eingesperrt waren und nicht mehr entkommen konnten. Granaten zerfetzten und verstümmelten jedes Leben an Bord. Manch einer erschoss sich sogar mit seiner Dienstpistole. Meldung von der King George, Sir. Feuer mittschiffs auf der Bismarck, 2 Geschütztürme außer Gefecht. Danke. Eigentlich müssten wir uns doch jetzt darüber freuen, aber ich kann es nicht. Das verstehe ich. Aber ich glaube, es geht uns allen so. Der bereits erwähnte Kommandant, der Rodney, Captain Dalrymple Hamilton, sagte später zu dem 45-minütigen Scheibenschießen, Zitat, ich kann nicht behaupten, dass mir dieser Teil meiner Aufgabe noch sehr zusagte, aber ich konnte nichts anderes tun. Zitat Ende. Auch Captain Patterson von King George hätte sein Feuer früher eingestellt, wenn er das Inferno auf Bismarck erkannt hätte. Aber Bismarck war die ganze Zeit von einer dichten Wand von großen Geschossaufschlägen umringt und man konnte also schwer dahin durchschauen. Das hat also die Beobachtung sehr erschwert. Wir kommen hier noch durch! Wir müssen die vorderen Munitionsräume fluten. Die Männer müssen raus. Das geht nicht. Sie sind vom Feuer eingeschlossen. Aber es besteht Explosionsgefahr. Wir müssen das tun. Und was wird aus den Männern? Das ist ein Befehl, Hoffmann. Lassen Sie die vorderen Munitionsräume fluten. Vordere Munitionsräume fluten! So, das scheint hier der leitende Ingenieur gewesen zu sein, der dem Ingenieursoffizier den Befehl zum Fluten der Munitionskammern gibt. Also dokumentiert ist von dem Überlebenden Josef Staats das Fluten von den 15 cm Munitionskammern. Also Staats war in der Kommandozentrale und erhielt den Befehl von seinem Vorgesetzten, Stabsobermaschinisten Sager, die Kammern zu fluten. Staats erwiderte, Zitat, aber da sind doch noch Leute drin. Doch sagen wir, bestand darauf, sonst fliegen wir in die Luft. Zitat Ende. Denken Sie an unseren Treibstoff, Sir. Wir müssen umkehren. Die halten sich bis zuletzt. Das muss man ihnen lassen. Feuer! Also, Admiral Torvi schrieb in seinem Abschlussbericht, ich zitiere, Zitat, Bismarck hat gegen eine riesige Übermacht einen äußerst tapferen Kampf geführt, würdig der vergangenen Tage der kaiserlichen deutschen Marine. Und sie ist mit wehender Flagge untergegangen. Zitat Ende. Bis auf Turm A sämtliche Geschütztürme außer Gefecht. Wo bleibt nur unsere Luftwaffe, Herr Admiral? Das verstehe ich gar nicht. Sie hätte längst eingreifen müssen. Das wurde mir doch versprochen. Sie werden es nicht mehr geschafft haben, bei der weiten Entfernung und der Wetterlage. Thank you.
Dafür sterben Tausende. Und so sieht das Ende aus. Die Heimat grüßt euch. Die Heimat grüßt euch. Ein Überlebender sah während des Endkampfes Admiral Lütjens. Freier von Müller am Beschberg geht davon aus, dass der Flottenchef auf seiner Gefechtsstation gefallen ist. Der Überlebende Georg Herzog sagt aus, dass über die Bordlautsprecher durchgegeben wurde, der Flottenchef sei gefallen und auch der Kommandant sei gefallen. Später wurde widerrufen und da hieß es, Kapitän Lindemann lebt noch. Lindemann wurde später noch von einigen Überlebenden auf dem Oberdeck gesehen, nachdem die Briten schon das Feuer eingestellt hatten. Und ganz zum Schluss, das Schiff war bereits am Sinken, sah ein Mann im Wasser, der Rudolf Römer, Maschinengefreite, sah also wie Bismarck am Kentern war und ganz vorne am Bug auf der Gösch stand Kapitän Lindemann mit der Hand an der Mütze und ging freiwillig mit seinem Schiff in die Tiefe. Aber darüber haben wir nochmal ein separates Short gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Alle Offiziere auf der Brücke sind tot. Alle Geschütze sind ausgefallen. Was sollen wir machen? Das Schiff ist nicht zu retten. Befehl, alle Mann aus dem Schiff! Alle Mann aus dem Schiff! Alle Mann aus dem Schiff! Also, die Realität sah folgendermaßen aus. Gegen 9.20 Uhr gab der erste Offizier, Fregattenkapitän Hans Oehls, den Befehl zur Selbstversenkung. Das ist auch bestätigt durch den Überlebenden Josef Staats und durch den Kapitänleutnant Gerhard Junak. Also, der war dafür verantwortlich, dass im Turbinenraum Mitte alle Schotttüren zu den Wellentunnels geöffnet wurden und die Sprengladung am Kühlwassereintritt gezündet wurde. Also er hat selber die Sprengung gehört. Viele Männer erreichte der Befehl zum Verlassen des Schiffes überhaupt nicht. Sie reagierten aufgrund der Situation, in der sie sich befanden und versuchten sich natürlich zu retten. Ganz kurz den Schornstein eines britischen Kreuzers der Dido-Klasse. Ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Sir, die Dorsetshire hat Rettungsboote für die Überlebenden ausgesetzt. In Ordnung. Sie soll ihr auch den Fangschuss geben. Aye, aye, Sir. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Um 10.22 Uhr befahl Vice Admiral Somerville von der Force H, dem Kreuzer Dorsetshire, Bismarck zu torpedieren. Der Kommandant der Dorsetshire, Captain Martin, hat aber bereits aus eigener Initiative gehandelt. Um 10.20 Uhr schoss er zwei Torpedos auf die Steuerbordseite, Treffer auf der Höhe der Brücke und weiter achtern wurde beobachtet. Um 10.36 Uhr torpedierte er Bismarcks Backbordseite auf etwa 2200 Meter Entfernung. Das war das letzte britische Geschoss, was auf Bismarck abgefeuert wurde. Um 10.39 Uhr drehte sich dann Bismarck langsam nach Backbord. Das Vorschiff kam immer mehr aus dem Wasser heraus und danach kenterte das Schiff und sank auf 4800 Meter Tiefe. Im Wasser schwammen hunderte Überlebende. Man muss sich wieder ganz deutlich vor Augen führen, dass ein britischer Roman als Grundlage für diesen Film diente. Ein Roman, wohlgemerkt. Das Gute hat am Ende gesiegt, der böse Feind wurde vernichtet.
die deutsche Standardliteratur zum Thema Schlachtschiff Bismarck, also hier ein Brennecke und ein von Müllenheim-Rechberg, standen damals noch nicht zur Verfügung. An seriösen britischen Werken gab es lediglich den Russell Grenfell. Ja, und der befasst sich größtenteils mit dem Geschehen an sich und die menschliche Komponente kommt so gut wie überhaupt nicht zum Tragen bei ihm. Die ist bei ihm völlig ausgeblendet. Jetzt nochmal zur Realität. Die ist dann doch deutlich komplexer als hier im Film gezeigt. Wir möchten das Thema, wer versenkte Bismarck, hier nochmal kurz anreißen. Es gibt unzählige Diskussionen darüber und auch viele Filme, also Aufnahmen, Filmaufnahmen vom Wrack. Kann sich also jeder gerne selber angucken. Ganz grob gesprochen waren drei wesentliche Faktoren maßgebend für den Untergang. Erstens, Bismarck erhielt bereits vor dem 27. Mai einige Treffer und lag deutlich tiefer im Wasser. Dann kamen im Verlauf des Endkampfs noch weitere Artillerie- und Torpedotreffer dazu. Zweitens, die Maßnahmen der Selbstversenkung griffen natürlich. Die wurden bereits zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr befohlen, also relativ früh, und wurden auch ausgeführt, wie von Überlebenden bestätigt. Und drittens, letztendlich, das Kentern bewirkten dann die drei Torpedotreffer der Dorsetshire. Viele Überlebende sahen wenige oder fast gar keine Durchschläge des Gürtelpanzers. Dies wird auch durch Unterwasserfilmaufnahmen bestätigt. Die schweren britischen Granaten durchlöcherten, da sie auf kurze Entfernung schossen, mehr oder minder nur die Aufbauten, waren somit Durchschüsse, die kaum etwas zum Untergang beitrugen. Allerdings hat der überlebende Josef Staats ein zutreffendes Bild aus der Kommandozentrale vermittelt. Dort sah er auf der Schiffssicherungstafel, wie schlecht es um sein Schiff stand. Rot, die Farbe für Wassereinbruch, bedeckte fast die ganze Backbordseite. Grün, für geflutet, zeigte sich für die Munitionskammern an Backbord und fast die gesamte Steuerbordseite. Weiß, für gelenzt, leuchtete nur für die Maschinenräume. Um das Thema abzuschließen, Bismarck sank aufgrund mehrerer Faktoren. Also, da machen wir uns nichts vor, Bismarck war ungemein stark gepanzert. In etwas mehr als 90 Minuten wurden 2876 Granaten auf das Schiff abgefeuert und zusätzlich noch 23 Torpedos, von denen wahrscheinlich auch einige getroffen haben, nicht viele, aber einige. Und das erste Mal in der Seekriegsgeschichte wurde ein Schlachtschiff von einem anderen Schlachtschiff torpediert, nämlich Bismarck von HMS Rodney. Wahrscheinlich sogar mit einem Treffer. Bismarck selbst erzielte bei den britischen Schiffen keine Treffer. Lediglich Sprengstücke trafen Rodney und Unterwassereinschlag, also ein Granateinschlag von Bismarck, der unter Wasser detoniert ist, beschädigte die Torpedoklappen der Unterwassertorpedorohre von Rodney. Allerdings hatte Rodney durch das Abfeuern der eigenen Geschütze immense Beschädigungen und musste in die USA, in die Werft, zur Reparatur. Dann noch was zum Film, wie das Gefecht hier dargestellt wurde. Im Film dauerte das Gefecht 6 Minuten, in der Realität über 90 Minuten. Vergleich, das Islandgefecht wurde im Film 4 Minuten dargestellt, in der Realität 16. Also hier wird dem Zuschauer ein völlig falsches Bild vermittelt. Ist also sehr verwirrend. Der Endkampf Bismarcks war zum Schluss ein reines Scheibenschießen für die Briten. Sie sinkt. Holzmann. Sir. Funkspruch an alle. Überlebende aufnehmen. Aye, aye, Sir.
Jenkins. Sir. Meldung an Admiralität. Bismarck versenkt. Flotte kehrt nach Scapa Flow zurück. Aye, aye, Sir. Meine Herren, ich danke Ihnen. Hier macht es sich der Film wieder leicht und sehr einfach. Und zwar, Dorsetshire und der Zerstörer Maori setzten keine Rettungsboote aus. Es wurden Taue ins Wasser gelassen, an denen sich die Überlebenden festhalten mussten. Keine Kleinigkeit, denn nach dem Schwimmen im 13 Grad kalten Wasser, verdreckt durch ausgeflossenes Öl, hatten viele Männer nicht mehr die Kraft, sich an dem Tau hochziehen zu lassen. Nachdem Dorsetshire 85 und Maori 25 Männer an Bord genommen hatten, wurde die Aktion abgebrochen. Auf dem Kreuzer sah man nämlich ein verdächtiges Objekt und hielt es für ein getauchtes deutsches U-Boot. Alle Schiffe nahmen Fahrt auf und überließen hunderte deutscher Seeleute ihrem Schicksal. Ja, es waren U-Boote in der Nähe, aber nicht in unmittelbarer Nähe. Das beschädigte U-74 war am nächsten und erreichte das Gefechtsfeld erst am Abend des 27. Mai und rettete noch drei Männer. Zwei weitere wurden später von dem Wetterbeobachtungsschiff Sachsenwald aufgenommen und nach Frankreich gebracht. Am 28. Mai verstarb ein Geretteter auf HMS Dorsetshire und wurde mit militärischen Ehren beigesetzt. Auf der Rückfahrt wurden die britischen Einheiten von der deutschen Luftwaffe angegriffen. Am 28. Mai 1941 sank HMS Mashona, ein britischer Zerstörer, nach schweren Angriffen durch U-88 der ersten Gruppe Kampfgeschwader 77 südwestlich von Irland. So, das waren unsere Anmerkungen zu der filmischen Umsetzung vom Endkampf des Schlachtschiffes Bismarck. Wir sagen danke, tschüss und servus, bis zum nächsten Mal, euer Marinekalender.